Hallo Leute, wir sind aus diesem komischen Dungeon raus und hier ist unser Pferd. Wobei wir halt eigentlich auch direkt hier so reisen können nach, wie heißt's, Winterfeste. Akademie von Winterfeste, um genau zu sein. Das tun wir jetzt auch. Hier, zack, zack geht das. Direkt Quest abgeben, was weiß ich, nächste bekommen. Alles bashen. Mal sehen, was wir so als Belohnung kriegen, wenn wir überhaupt etwas bekommen. Wobei ich eher denke, dass das ehrenamtlich irgendwie war, aber Wayne. Peace, man. Alles klar bei dir? Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Cool. Danke für diese Information. Hat mich sehr weitergebracht. Nicht. Muss ich da rein? Was geht jetzt? Das Teil da, war das schon immer da? Nee, war das nicht. Was ist denn da los? Aktivieren. Geht nicht. Ach du Scheiße, was treibt das hier? Okay, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Läuft hier irgendwo ein Typ rum? Hier waren doch mal Menschen. Wo sind die ganzen Menschen hin? Dann halt nicht. Ach, da ist doch einer. Was geht bei dir? Gut zu sehen. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Könnt ihr mehr über Schutzzauber sagen? Das Entscheidende bei Schutzzaubern ist, dass sie Zeit zum Aufladen brauchen. Oh. Nicht lange. Aber ihr könnt nicht anfangen, einen Zauber zu wirken, wenn ein Feuerball schon auf euch zukommt. So sieht's aus. Und wenn ein Schutzzauber nicht durch einen Gegenzauber außer Kraft gesetzt wird, lädt er sich nach kurzer Zeit wieder auf. Aber seid vorsichtig. Schutzzauber zu wirken erfordert permanente Aufmerksamkeit. Das ihr stimmt. Könnt dabei leicht eure gesamten Magika-Reserven verbrauchen. Danke, Meister. Ihr seht aus, als könntet ihr etwas Hilfe gebrauchen. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Irgendwie habe ich auf Verkaufen geklickt, aber wenn wir schon dabei sind, haben wir irgendwas Gescheites? Ja, also den Hut kann man auch direkt verkaufen, das ist ja jetzt nicht so. Das kann man entzaubern. Schmiedeschürze, wann habe ich die Scheiße mitgenommen? Das muss ich dann mal gucken. Wir haben eigentlich fast gar nichts dabei irgendwie. Egal, ihr seht aus, als könnt ihr etwas Hilfe gebrauchen. Das weiß ich nicht. Aber ich finde es faszinierend. Das hat wieder was anderes ausgewählt. Versteht sich. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Ist mir gerade egal. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Wenn es halt nicht funktioniert, dann gehen wir weiter. Und zwar zum Buchtypen. Keine Ahnung mehr, wie der heißt. Shogat? Nee, irgendwie anders. Aber irgendwas mit Show. Bin ich mir ziemlich sicher. Komm schon, komm schon. Wie heißt du? Licht. Einfach weil es cool aussieht. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Aber auf jeden. Hier sind die verschwundenen Bücher. Nun sieh einer an. Und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Natürlich. Danke. Kein Ding. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Viel Spaß dabei. Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, ihr habt ihr euch redlich verdient. Habe ich, ich habe recht viel bekommen, aber ich glaube, das sind Bücher. Ja, ich habe irgendwie einen Haufen Bücher bekommen. Verzeichnis der Waffenverzauberungen. Antwort auf Beros Rede. Noch irgendwas? Alter, was gibt der mir alles? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht,
Ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. An gefährlichen Dingen bin ich nicht interessiert, das stimmt nicht. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Das ist cool. Finde ein Exemplar von Chimarwandi, blablabla. Hatte ich das nicht schon mal? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber okay. Bücher, Schriftrollen. Hast du ich bin Gescheites? Sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ey, was soll der Scheiß? Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei jetzt denen es sich nicht lohnt, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Ich dachte, irgendwelche Zauber vielleicht, aber das sieht nicht so aus. Bis zum... Jetzt mal gucken. Wir haben ja Millionen Bücher bekommen irgendwie. Beschwörung verbessert. Wiederherstellung verbessert. Zerstörung verbessert. Geht es nochmal? Schade. Buch vom Drachenblut. Gelbe Buch der Rätsel. Nord vom Himmelsrand. Zu viele Bücher. Ins Vergessene Reich. Das ist unseres. Das auch, denke ich, normalerweise. Tochter des Nil. Veränderung verbessert. Uraks Notiz. Da Ort Silberstromhöhle. Das muss man erstmal finden. Verzauberung verbessert again. Ein Zombie erwecken haben wir schon. Können wir fallen mal lassen. Was sind da wohl für Bücher? Schlüssel ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Jo, hab ich nicht vor. Moment, Quests. Quests. Sprich mit Tolf dir. Stimmt, ja, ich muss ja mit dem reden, hab ich ganz vergessen. Müssen wir nach oben? Ne, nach unten, ne? So sieht's aus. Nach unten, immer schön nach unten. In die Hölle. Da ist er. Servus. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Urak meinte, ich solle zu euch gehen. Ach, hat er das? Ja. Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Naja, ich habe Informationen. Ich habe das Buch Die Nacht der Tränen gefunden. Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich auch nicht. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ach, ehrlich? Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Ja. Eileiden, Dwemer, Dädra. Nicht einmal Falmer. Nichts passt dazu. Wirklich interessant. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt, er strahlt förmlich Magika aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aaron ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Soll ich dich etwa umbringen? Ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Irgendwie will ich dich umbringen. Ich verstehe nicht, was los Wirklich? Ist. Wirklich?
Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sijik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Okay. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Warum seid ihr deshalb so besorgt, Ankano? Ich werde die Fragen stellen. Ha, ihr müsst nur nicht wissen, mehr. Dass der Sijik-Orden eine abtrünnige Organisation ist, die sich selbst über dem Gesetz wähnt. Sie lagen bereits im Konflikt mit dem Altmeri-Bund und ich möchte nicht, dass das hier ebenfalls geschieht. Ach so. Na dann vorwärts, Digga. Ich hab alles im Griff mit meinem Licht. Alles. Ich sag's dir. Na dann los. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Ja, gehen wir? Alles klar. Gemächer des Erzmagiers also. Interessant. Mal gucken, wie es da aussieht. Oh, wir sind fast Level up. So kurz noch. Wow. Episch. Ach, das ist einfach nur ein anderer Weg. Na dann. Bitte was macht ihr euch keine lernt ihr fürs nichts Leben. Oh, was ist da los? Vielleicht sogar für mehrere. Es ist wenn schön, euch persönlich kennenzulernen. Hey. Alles klar? Was ist los? Was ist mit allen passiert? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Das ist nicht gut. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Wenn es gefährlich ist, warum ändert ihr nichts dran? Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Aha. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ankano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Okay. Und was genau ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Ich helfe euch, aber ich weiß nicht, was zu tun ist. Leider ist uns die Zukunft ebenso verborgen wie euch. Die überwältigende Macht des Auges macht es uns schwer, sie zu sehen. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Okay. Wo finde ich diesen Auguren? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Mich auch. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Tue ich nicht. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? Was ging mit dem eben ab? Ihr müsst mich entschuldigen. Ich sollte nicht hier sein. Okay.
Und? Was soll das bedeuten? Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich ihr nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Hast du nicht, Digga. Wir werden uns darum kümmern. Da soll ich mal voll abregen hier. Sonst, ne, raste ich aus. Jetzt gucken wir erstmal eben, was wir so noch zu entzaubern haben. Das wird nicht viel sein, sogar gar nichts. Dann können wir den Rest alles verkaufen. Hey, kein Ding, kein Thema. Okay, das heißt, wir sollen einen Auguren finden. Du bist wohl keiner, oder? Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Okay, habt ihr jemals etwas von dem Auguren von Dun Laien gehört? Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. Okay. Also gut. Er wird's wohl wissen, aber nicht sagen wollen. Dann gucken wir mal, ob wir ihn selber finden. Und zwar in der nächsten Episode. Episode? Was laber ich? Episode, verdammt. So, bis gleich.